So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast Infinity. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann dürfte jetzt gerade der 8. Resonance Solar Panel fertig geworden sein. Das können wir einmal kurz nachgucken. Solar Panel haben wir jetzt noch einen. Jetzt sind hier 3 insgesamt. Und hier oben sind... Oh, ich habe mich anscheinend ziemlich stark verzählt. nochmal 3, das sind 6. Habe ich nicht eigentlich passend viele in Auftrag gegeben? Ne, kann gut sein, dass ich sowas wieder abgebrochen habe, weil ich eben ein paar Rezepte hin und her geschoben habe. Naja, schade. Hätte ja sein können. Gut, dann müssen wir nochmal 2 machen. Ach genau, das ging nämlich nicht. Und jetzt kann ich das vielleicht auch zeigen. Wenn ich jetzt nochmal 2 machen möchte, jetzt haben wir natürlich genug. Auch toll, machen wir halt nochmal 2. Wenn ich dann nochmal 10 machen möchte, dann wird unter anderem zu wenig Iron Nuggets angegeben. Mir würden 41.000 Iron Nuggets fehlen. So, wir haben aber doch 23.000 Iron Ingots und wir haben ein Rezept, was uns aus einem Iron Nugget, aus einem Iron Ingot 9 Iron Nuggets macht. Ne, wenn ich das jetzt hier, ich kann das jetzt hier einfach so einmal herstellen, danke, und dann werden es gleich hoffentlich 9 mehr. Keine Ahnung, warum das so ist. Wisst ihr da vielleicht Bescheid? Das ist nämlich ein bisschen weird und wäre schön, wenn das einfach so klappen würde, weil dann könnten wir unsere ganze Solaranlage mal ordentlich ausbauen. Aber so geht es natürlich nicht. So, Yellowrid-Erz habe ich jetzt übrigens mittlerweile auch schon wieder 9000, also jetzt, wo die Query etwas weitergearbeitet hat, habe ich dann doch ganz gute Hoffnung, dass wir hier eventuell doch den Reaktor auch mal wieder anschmeißen könnten, was ja doch ziemlich cool wäre. Wir können das hier sogar verfünffachen, ne? Es geht sogar hier in die Dissolution Chamber rein, also das ist auch tatsächlich ziemlich stark. Ich wollte aber noch gucken, wie es mit unserem Sulfur aussieht. Ich glaube, wir verbrauchen nämlich den da. Kann das sein oder verbrauchen wir den? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir haben nämlich hier noch 69.000 und noch 2.000 gestored. Und wenn ich jetzt einmal kurz gucke, welcher nimmt denn das nochmal? Der hier, ne? Ach genau, der nimmt das da. Okay, und da haben wir noch genügend von. Ja, das ist doch gut. Wir müssen aber trotzdem auf Dauer dann eventuell das Ganze mal automatisieren, dass wir da immer wieder Neues herstellen, damit das hier auch endlos weiterlaufen kann. Ich würde ganz gerne auch in diese ganzen Sachen überall Speed-Upgrades reinmachen, damit die mal ein bisschen schneller laufen. Ich glaube, am langsamsten ist tatsächlich der hier derzeit. Oder vielleicht auch der hier. Sieht auch immer sehr knapp aus hier so. Geht immer sofort alles da rein. Ja, ich glaube, der hier ist am langsamsten. Aber das möchte ich nicht machen, bevor wir nicht auch genug Energie wieder produzieren, weil im Moment wird unsere Energiekugel immer und immer leerer. Ne? Vorher ging ja zumindest immer noch das einzelne Ingot so da oben in den Reaktor rein und jetzt wird es leerer. Ich versuche das jetzt derzeit mit Solarenergie wieder auszugleichen. Müssen wir mal gucken, wie gut das klappt. Okay, so, dann aber weiter jetzt erstmal mit Botania. Gut, was wir hier so gebaut haben, ist, glaube ich, soweit schon mal okay. Jetzt ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass es nur ein Diluted Mana Pool. Und um einen richtigen Mana Pool zu machen, muss man tatsächlich dann einen Diluted Mana Pool in einen Diluted Mana Pool reinschmeißen. Das klingt etwas komisch, ist aber so. Genau, deswegen machen wir das jetzt auch einfach mal. Oh, es kommt tatsächlich mal ein Blutmond wieder, ne? Also, dass einer kommt, wird ja oft gesagt, aber ja, da sieht man so ein bisschen. Der wird auch anscheinend gar nicht übersprungen. Oder vielleicht gleich, mal gucken. So. Und dann können wir den wieder hier so hin platzieren. Ich glaube, die Reichweite habe ich hier schon eingestellt. Wir können einmal hier den Speed noch einstellen. 900, so, so, so. Und jetzt müsste es eigentlich relativ flott gehen hier. Genau. Perfekt, okay. Oh, jetzt wieder alles so rot und wieder so duster. Aber anscheinend... wo ist denn unser Teil hier? Doch, es arbeitet, ne? Es arbeitet, aber es kriegt es nicht hin. Es versucht es zu arbeiten. Oh, doch, es kriegt es hin. Ja gut, never mind. Ich wollte das ja auch immer noch eigentlich irgendwo da oben mal hin platzieren, damit man die Partikel mal sieht. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Achso, jetzt war ich ja eigentlich schon ganz richtig. So, jetzt haben wir also einen Diluted Mana Pool. Und der ist normalerweise nicht stark genug für eine Mana-Infusion, wem das schon was sagt. Aber ich müsste jetzt, glaube ich, den hier reintun können. Und jetzt haben wir einen richtigen Mana Pool bekommen. Und in den richtigen Mana Pool passt 100 mal so viel rein. Also das ist schon mal recht sweet. Jetzt zur Sicherheit werde ich noch einmal zusehen, dass der auch darauf zeigt. Genau. Noch ist hier kein Mana wieder drin. Achso, Unknown Status. Erst einmal draufklicken. Ne, trotzdem noch nicht. Machen die hier denn kein Mana? Doch, Daybloom ist damit verbunden eigentlich. Ah doch, jetzt ist wieder Mana drin. Okay. Gut, das ist schon mal schön. So, jetzt ist es so, Dayblooms produzieren natürlich nur bei Tag Mana. Es gibt nämlich noch die, ich nenne es mal Gegenpflanze dazu, das sind die Nightshades. Es gibt sowieso, das am Rande einmal noch ganz viele andere Blumen, also zum Beispiel eine Endoflame, können wir auch immer kurz zeigen. Endoflame,
Die nimmt zum Beispiel Ressourcen entgegen, die brennbar sind, um... Also, ihr kennt ja vielleicht aus Chemie, wer soweit schon ist, endotherme und exotherme Reaktionen. Und das ist jetzt eine endotherme, also wird die Kohle dann so aufgenommen und damit wird dann in diesem Fall halt Mana erzeugt. Falls das irgendwie Sinn macht. Und es gibt auch noch so ein paar andere, also es gibt zum Beispiel noch die Entropynium oder sowas, genau. Die macht zum Beispiel Mana von Explosionen, also wenn man TNT explodieren lässt und so ein Zeug. Ist auch ganz cool eigentlich, aber ich möchte lieber so eine ganz konstante Mana-Produktion, die ich denke, die kriegen wir am besten hin, wenn wir Daybloom und Nightshades kombinieren. So, für Nightshade brauchen wir Black Petals und Grey Petals. Ich würde einfach sagen, ich mache da jetzt auch einfach einmal kurz 4 Stück von, weil dann haben wir unser 9x9 Feld da hinten genau voll. So, es gibt ein nicht zu vernachlässigendes Problem bei dem Plan, den ich hatte mit den Daybloom und den Nightshades. Und zwar, wenn wir bei denen einmal gucken, alles schön und gut, aber Daybloom are not very resistant. After some time they'll wither and die off. They also don't produce much to begin with, so perhaps hastily upgrading to Endoflames or other might be a good idea. Also wir können es nicht so machen, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte, dass wir einfach davon eine große Anlage bauen mit Daybloom und Nightshades und die dann einfach die ganze Zeit unser komplettes System versorgt sozusagen mit Mana. Sondern wir müssen tatsächlich, also die sterben halt ab und wir müssen auf irgendwelche anderen Blumen ausweichen. Es gibt ja haufenweise hier. Es wird jetzt die Endoflame empfohlen, deswegen werde ich damit dann jetzt doch einfach erstmal anfangen. Gut, hier steht der ganze Crap nochmal dazu, was ich sehr schön finde an diesem Buch. Hier sind nochmal die ganzen Rezepte so sehr schön zu sehen. In dem Fall brauchen wir 2 rote, 2 braune und einen grauen. Allerdings brauchen wir Mana Petal und nicht nur Mystical Petal. 2 rote, 2 braune und ein grauer. Das hier kann also wieder weg. Dann suchen wir also Mystical. 2 rote, ich mache jetzt auch erstmal eine, ich hoffe das reicht dann erstmal. 2 braune und ein grau, nein das ist leicht grau. So, okay. Warum renne ich damit weg, weiß ich nicht. Das muss ja alles hier rein. Achso, doch, jetzt weiß ich wieder warum ich wegrenne. Genau, weil die Mana Petals, die kriegen wir. Genau, hier sieht man es auch sehr schön, wenn ich das da so reinschmeiße. Das kostet dann etwas Mana. Wenn das jetzt macht, ah ja. Oh, jetzt habe ich beide reingeschmissen, das war nicht so toll. Einen möchte ich reinspeisen, danke, genau, und dann kriegt man die Mana-Version davon raus, kostet dann halt ein bisschen Mana, aber naja gut. So, ich habe gerade irgendwie Delays, vielleicht weil ich Videos hochlade, ich sollte das nicht unbedingt kombinieren mit, ich nehme auf, während ich auf einem Server spiele und lade Videos hoch, ist nicht die beste Kombination. So, dann schmeißen wir das da rein, das da rein, das da rein, die beiden da rein, so, so. Jetzt wahrscheinlich noch ein Seed wieder rein. Nein, kein Seed rein. Oh Mann, ey, und ich wundere mich schon, warum es nicht geht. Es war leider doch ein hellgraues Teil. Nachdem ich gerade erst nochmal mich total gewundert habe, warum das alles nicht klappt. Jo, das erklärt natürlich wieder einiges. Okay. So, die Reste, die ich hier noch habe, dann wieder weg. So, dann jetzt ein Wassereimer da rein. Und Brown Mana Petal, Red Mana Petal. Mystical Light Grey, Brown und Red und jetzt noch ein Seed und jetzt haben wir die Endoflame rausbekommen. Yay, Erfolg! Oh, und wir sehen auch schon mittlerweile, es hat Jahre gedauert, bis ich das rausgefunden habe. mittlerweile sind auch die Daybloom tatsächlich schon hinüber, also die halten wirklich leider nicht lange. So, wir können jetzt aber diese Endoflame nehmen, die hier so hinstellen. Und jetzt will die sowas haben wie Kohle oder ähnliches. Ich nehme jetzt einfach mal Coal. Also es gibt noch haufenweise andere, wir können die gleich auch gerne einmal durchgucken. Und wir sehen, dieser Mana-Pool ist jetzt fast leer. Also das sind ein paar Pixel da. Und wenn ich jetzt das Teil da so hinschmeiße, dann müsste der das aufnehmen. Achso, eventuell muss ich den noch damit verbinden. Ne, scheint auch zu klappen, okay. Und ja, jetzt kommt hier ein Mana-Burst rein, genau. Und ich hoffe, dass der das jetzt so ein bisschen auffüllt. Dauert wahrscheinlich relativ lange, hier passt auch relativ viel rein, aber zumindest scheint hier jetzt durchgehend Mana schon mal hinzukommen. Die da hat jetzt so rote Partikel, also die arbeitet jetzt gerade mit der Kohle und bringt uns hoffentlich irgendwie voran mit dem Ganzen, so hoffe ich mal. Och man, Delay. Ja und ansonsten dann nehmen wir am besten uns einmal gerade die
Ja gut, ich sollte nicht Minecraft aufnehmen und Videos hochladen gleichzeitig. Habe ich jetzt verstanden. Ändert sich nächste Folge. Gut, wir können noch einmal kurz durchgucken, welche Pflanzen es denn jetzt noch so gibt. Also, die habe ich schon erzählt durch Explosionen. Die hier, the Gourmarilis, is one hungry flower. It'll eat up any food in a small area around it and turn it into mana. There's a catch, though. Also die kann immer nur eine Essensart auf einmal essen. Oder überhaupt eine. Also immer Karotten zum Beispiel. Dann macht sie daraus Mana. Eigentlich ganz cool. So, Hydrangeas. Ist schon blöd, weil die hält nicht lange. Macht aus Wasser Mana, aber ne, geht nach einer Zeit kaputt, ist doof. Manchdu ist, glaube ich, Blätter und sowas auf. Also Leaves, die so in der Nähe platziert sind, aber ja. Naslimus oder wie auch immer, macht irgendwie Mana in Slime Chunks unter bestimmten Bedingungen. Nightshades gehen leider auch nach einer Weile kaputt. They wither and die off, genau, also brauchen wir auch nicht. Rosa Arcana macht Mana, glaube ich, aus Spielererfahrung, also aus diesen grünen Perlen, die so auf dem Boden rumliegen. Die hier, ja, egal. Die hier ist noch relativ interessant, die macht dann Mana aus Lava. Die wird nicht off, also die withert nicht off. Ich weiß nicht, wie genau, habe ich noch nicht gesehen, aber das könnte für später interessant werden, weil die relativ viel Mana macht, glaube ich, mit der Lava. Dafür brauchen wir aber auch ein paar fortgeschrittene Sachen hier, sowas wie die Rune of Fire. Und für die wiederum brauchen wir irgendwie diese ganzen Sachen, das Ganze an einem Runic Altar. Für den wiederum müssen wir irgendwie Living Rock und einen Mana-Diamant oder eine Mana-Perle. Ja, also ist nicht so ganz, ganz schnell gemacht, aber ich glaube, ich nehme sogar nochmal die Mana-Perle, weil wir lieber eine von 16.000 Enderperlen opfern als einen von 200 Diamanten. Kann ich das, glaube ich, einfach... Oh, das scheint nicht zu gehen. Okay, weil wir nicht genug Mana hier drin haben, oder weswegen? Oh, das ist ja auch nicht so schön. Anscheinend hat die eine Kohle nichts gebracht. Ach doch, hier ist Mana drin. Ach, kriegt er das nicht da passend rein, oder was? Jetzt vielleicht? Nee, irgendwie... Doch, der zeigt ja eigentlich auf dem Mana-Pool. Aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum hier nicht mehr Mana wird und da weniger Mana. Das ist ein bisschen komisch. Eigentlich müsste man diese Enderperle da so reintun können und wird dann jetzt so eine Mana-Perle rausbekommen. Aber es scheint irgendwie nicht zu gehen. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, warum das jetzt nicht da reingeht. Bisschen unschön. Aber hier passt auch noch ein bisschen was rein. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch mehr Kohle dahin tun. Und da gibt es einen schönen Automatismus, wie man das machen kann. Und zwar mit einem Open Crate, so heißt das Teil. Das ist auch von dem Block selber. Von dem Mod selber. Haben wir da genug Holz für? Oh, was brauchten wir hier? Living Wood Planks. Ja, okay, die kriegen wir natürlich hergestellt. So. Und dann, nein, nicht noch mehr, danke. So. Genau, dann haben wir den Crate hier schon mal und nehmen dann einfach noch ein paar normale Steine oder so. Und dann brauchen wir noch... droppt der Crate das eigentlich immer? Ja, ich glaube, der droppt das immer. Dann brauchen wir noch einen Hopper. Oh Gott, und wir brauchen einen Timer. So ein Project Red Timer hier. Und dafür sollten wir auch eigentlich erstmal ein Rezept machen, oder? Den werden wir bestimmt hin und wieder noch brauchen. Warum ist jetzt eigentlich hier irgendwie das Texturen-Package hier scheint kaputt zu sein, ne? Oder die wurden irgendwie geupdatet, geändert, wie auch immer. Haben wir denn keinen Pointer? Hab ich dafür nicht gerade neulich noch ein Rezept gemacht? Doch, haben wir tatsächlich. Machen wir erstmal 10 Pointer. So. Okay, was fehlt uns noch für den Timer dann? So. Da fehlen uns noch ganz viele andere Sachen. Kathoden, Conductive Plates, etc. Okay, gut. Achso, die haben wir auch alle, die Sachen. Ja gut, dann muss ich also nur den Timer selber noch als Rezept machen. Und Kathoden machen wir auch mal noch. 3 oder so. So, und jetzt nächster Versuch, den Timer. Und wenn er jetzt klappt, dann machen wir direkt das Rezept dafür. So, sehr schön. Rezept machen und einmal craften. Und dann sorgen wir im Grunde genommen dafür, dass, wie erkläre ich das am leichtesten, alle paar Sekunden, also immer dann, wenn es halt sein sollte, so, wir in diesen Open Crate eine Kohle reintun. Und die droppt dann hier auf die Endoflame, sozusagen. Also wir können jetzt hier so ein Typchen bauen. Hier den Open Crate hin tun und immer wenn in den Open Crate ein Item reinkommt, der hat jetzt kein Inventar, was ich so aufmachen kann, aber immer wenn da ein Item reinkommt, dann lässt er das quasi fallen. Also wenn ich jetzt hier so einen Stein rein tue,
ne, dann fällt er einfach hier so runter, in dem Fall jetzt auf die End of Flame. Genau, aber der Hopper soll natürlich auch nicht immer ganz viele Items haben und die da reintun, sondern natürlich immer nur zu gewissen Zeitpunkten. Deswegen können wir das mit dem Timer dann steuern. So, genau. Der wird jetzt zum Beispiel alle 2 Sekunden wird er ein Redstone-Signal geben. Wir müssten den Hopper jetzt entsprechend über das Redstone-Signal ansteuern, sodass der dann halt nur alle 2 Sekunden... Oder das stellen wir natürlich um, ne? Das machen wir dann irgendwie auf 1 Minute oder sowas, dass er immer nur dann die Kohle bekommt, also eine neue Kohle bekommt, die wieder runterdroppt und wir dann halt wieder ein neues Teil bekommen. Jetzt ist natürlich so, Kohle haben wir natürlich nicht unendlich, wir haben relativ viel Kohle. 300.000, ja gut, wenn das 300.000 Minuten sind schon so ein paar Tage, also das dürfte erstmal reichen dann. Okay. Gut, wenn es gar nicht reichen sollte, müssten wir das eventuell dann automatisieren mit Charcoal einfach. Also, dass wir aus dem Holz von der Holzfarm dann halt Baumkohle machen. Und, Holzkohle machen und die dann halt dahin droppen. Das ginge immer noch, aber ich glaube, die 300.000 Kohle, die haben jetzt auch nicht allzu viele andere Verwendungszwecke. Von daher ist das, glaube ich, schon ganz in Ordnung, wenn wir das hier machen. Aber wir können noch einmal die Usages davon angucken. Kann man für so ein paar Sachen verwenden, aber nichts, was wir jetzt effektiv irgendwie in gigantischen Mengen brauchen wahrscheinlich. Da, denke ich, können wir das schon bedenkenlos investieren. Ja gut, für unseren Bedrock hier. Toll. Graphit, ja gut, Graphit könnten wir viel gebrauchen hier und da. Naja, okay. Gut, okay. Ja, das wäre es dann auch für heute. So ein bisschen vorangekommen sind wir ja, auch wenn wir irgendwie unsere Produktion dafür so ziemlich abreißen mussten. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Demnächst machen wir auch mal wieder mit Blood Magic weiter irgendwann mal. Und ja, dann bis morgen. Tschüss.